Werden Kryptoassets bald wie Aktien besteuert? Das steht im Raum, denn unser Finanzminister Gernot Blümel hat in der Presse so eine vage Angabe bzw. Aussage gemacht und der Brutkasten hat hier ein wenig nachgefragt, wie denn das gemeint war. In diesem Video möchte ich eben auf diesen Zeitungsbeitrag bzw. auf den Beitrag vom Brutkasten eingehen bzw. dann was sich denn bisher schon getan hat in Bezug auf Besteuerung von Kryptoassets. Denn vor einigen Jahren haben die NEOS eine parlamentarische Anfrage an den damaligen Finanzminister Löger bereits gemacht, wo sie ganz einfach ein paar Fragen gehabt haben. Also zusehen, wenn du wissen möchtest, was sich denn ändern könnte, konjunktiv. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner vom poker-test.at, dem österreichischen Poker-Tester und Vergleicher und demjenigen, der ein bisschen etwas erzählt, was sich denn aktuell auch in der Steuerlandschaft tut. Meistens ist es so irgendwie so, dass es gibt Neuwahlen, dann kommt die neue Regierung und dann gibt es meistens irgendwelche Steuerpläne. Das hat sich eben mit Türkis, Türkis-Blau bzw. Türkis-Grün ein wenig geändert, dass das eben nicht in einen großen Wurf kommt, sondern eben so zitzerweise. Sprich, eben nach und nach kommt eben eine kleine oder ja eigentlich immer nur kleine Änderung. Und in diesem Fall geht es eben auch um die Änderung von Besteuerungen von Kryptoassets. Hier hat der Finanzminister Gernot Blümel in der Presse so ein bisschen angedeutet, da könnte eben etwas kommen, denn eben die Regulierung von Kryptoassets steht sowieso im Raum, da macht eben die EU mit der DRC8-Richtlinie etwas und im Zuge dessen könnte es eben sein, dass wir auch bei der Besteuerung etwas machen. Der Brutkasten hat dann eben nachgefragt im Finanzministerium, wie war denn das gemeint? Und da gibt es eben einen dementsprechenden Beitrag dazu, den ich euch unten in der Videobeschreibung übrigens verlinke. Allgemein findest du in der Videobeschreibung auch Hinweise auf mein Instagram-Profil oder auf den Newsletter oder auf die Webseite von mir, Facebook-Profil, Twitter und so weiter. Das heißt, hinterlass mir auch ein Abo und einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt, beziehungsweise du einfach informiert werden möchtest, wenn ich ein neues Video veröffentliche. In diesem Beitrag auf Brutkasten findest du eben dementsprechende Hinweise darauf, was denn unser Finanzminister dazu gesagt hat. Ja, gleich zu Beginn heißt es eben Versteuerung von Kryptowährungen. Diese Woche hat Finanzminister Gernot Blümel wieder Aussagen zu Kryptowährungen aufhorchen lassen. Er will diese stärker regulieren und ähnlich wie Aktien besteuern, was Nachteile für Kryptoanleger bringen könnte. Der Brutkasten hat eben nachgefragt. Aktuell ist es ja so, wenn es nicht zinstragend ist, das Kryptoassets, dann ist es nach einem Jahr nicht mehr zu versteuern. Ist eine Veräußerung innerhalb eines Jahres, dann muss das Ganze eben mit der Regelbesteuerung, mit dem Einkommensteuertarif, mit dem persönlichen Einkommensteuertarif eben besteuert werden. Wird das Ganze jetzt tatsächlich wie Aktien besteuert, dann heißt es ja aktuell immer und sofort 27,5% Kapitalertragsteuer. Es gibt keine Mindesthaltezeit, wo es dann eben irgendwann einmal kostenfrei, also ohne Steuer, ohne Steuer anfällt, sondern eben ab der ersten Sekunde bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag 27,5% Käst. Da steht aber im Raum, dass das vielleicht wieder eine Wiedereinführung einer Behaltefrist kommt. Sprich, früher war es so, wenn du innerhalb von einem Jahr verkauft hast, hast du das Ganze ebenfalls mit der Regelbesteuerung versteuern müssen. Dividendenzahlungen früher eben mit der Käst, aber wenn du eben innerhalb eines Jahres verkauft hast mit einem Gewinn, dann hast du diesen Gewinn mit der Tarifbesteuerung versteuern müssen. Das ist eben 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe, abgeschafft worden. Das ist eben sozusagen der Neubestand dann versus eben Altbestand. Beim Neubestand schaut es eben so aus, ab der ersten Sekunde, wenn du einen Gewinn hast, 27,5% Käst. Jetzt hat eben unser Finanzminister Gernot Blümel damals schon beim Regierungsantritt im Regierungsübereinkommen ist eben gesagt worden, ich glaube es war sogar bei Türkis-Blau bereits im Regierungsprogramm, dass eben bei einer bestimmten Behaltefrist das dann eben auch keine Steuer zu zahlen ist. Da hat sie immer so, naja, von einem Jahr sprechen wir nicht mehr, sondern eben einen längeren Zeitraum. Das können dann 5 Jahre sein, 10 Jahre, 20 Jahre. Also ich persönlich glaube, dass das eher Richtung PEP geht, paneuropäisches Pensionsprodukt, dass es dann ganz einfach heißt, wenn du dann 10, 20 Jahre da investiert hast, dann ist das Ganze eben steuerfrei, wenn du eben einen Gewinn erzielt
hast. Ich weiß es aber selbst nicht, aber was sicher ist, dass wir eben nicht von einem Jahr sprechen, sondern von einem deutlich längeren Zeitraum. Das hat eben auch der Finanzminister bereits schon einmal gesagt. Wobei es ist immer so eine Frage, wie lange ist man eben noch Finanzminister, wie lange hält eine Regierung und bei der nächsten ist vielleicht alles wieder anders. Aber Status quo, alles eine Spekulation. Wie geht es eben im Artikel weiter? Er sagt eben, was ich schon gesagt habe, stärkere Regulierung von Kryptoassets, was ja sowieso schon auf EU-Ebene gemacht werden soll und auch wird. Kein Totalverbot, sondern eben Sorgfaltspflicht und ja, es muss ganz einfach auch versteuert werden, keine Geldwäsche und so weiter. Es muss ganz einfach irgendwie alles transparenter werden. Es gibt eben dementsprechende Diskussionen auf EU-Ebene und wenn man dann eben weiter runter geht, da kommt man eigentlich dann erst zum eigentlichen Teil. Finanzministerium will steuerliche Harmonisierung von Aktien und Kryptoassets. Ja, müssen länger, sofern sie länger als ein Jahr gehalten werden, überhaupt nicht versteuert werden. Bei Aktien eben diese 27,5% Kest. Ja, und da ist jetzt eben, Harmonisierung könnte Verschlechterung für Kryptoanleger bringen. Naja, klar, wenn es eben so ist, wie es aktuell ist und du hältst eben deine Kryptoassets viel länger als ein Jahr, dann würden beim neuen Regime, wenn das eben 27,5% Kest ist, ja, eben du eben dann ja, trotzdem eben zahlen. Es wird natürlich spannend werden, ob dann tatsächlich eine steuerliche Harmonisierung passiert. Es hat ja schon eine parlamentarische Anfrage gegeben, ich glaube, das war eben am 1.3.2018 von der NEOS, wo sie eben über 40 Fragen an das Finanzministerium bzw. den Finanzminister gehabt haben, wo eben ganz spannende Fragen mitunter drinnen sind, wie zum Beispiel die Frage 15. Laut BMF-Info sind Kryptoassets als sonstige unkörperliche Wirtschaftsgüter eingestuft, diese Einstufung nach wie vor beizubehalten. Gibt es Vorhaben, diese Einstufung zu verändern? Und da hat es eben dann die Antwort gegeben vom Bundesministerium, die Einstufung von Kryptowährungen als sonstige unkörperliche Wirtschaftsgüter entspricht unveränderter Rechtsansicht des Bundesministeriums für Finanzen. Das heißt, wenn das Finanzministerium tatsächlich das 27,5% Kest machen möchte, müsste eben eine andere Beurteilung hier reinkommen oder eben das Gesetz dementsprechend geändert werden. Also eine sehr spannende Sache, was denn da tatsächlich dann passieren wird, wie denn das Ganze geregelt wird. Und es gibt ja eben mit DeFi, Staking und so weiter, gibt es sowieso große Fragezeichen, wie denn das Ganze behandelt werden soll. Was wird wahrscheinlich passieren? Naja, das Thema Besteuerung ist ja so ein großes, heikles Thema. Wir Anlegerinnen und Anleger sollen das Ganze natürlich nicht vergessen und am geschicktesten und am einfachsten wäre das, wenn ganz einfach die Börse das Ganze abziehen würde und wir es uns somit keine Gedanken machen müssen, müssen wir das besteuern oder müssen wir da gar nichts besteuern? Wie funktioniert denn das mit den Steuern? Wenn das eben ein Bitpanda, Coinfinity, Binance oder wie sie auch eben, oder ein eToro, wenn da eben die Steuern abgezogen werden würden, das wäre wahrscheinlich für uns alle eben das Einfachste. Gleichzeitig eben Europa ist einfach so aufgesprengelt und für einen paneuropäischen Broker, der in den verschiedensten Ländern aktiv ist, verstehe ich schon, dass das ganz einfach eine Riesenarbeit ist, das Steuersystem von Österreich, von Polen, von Rumänien, von Spanien, von Italien, von Dänemark, von Schweden und so weiter abzubilden. Das heißt, da muss eben irgendwie eine Regulierung gefunden werden und am schönsten wäre es natürlich auf EU-Ebene, aber da sagen wieder die Nationalstaaten, nein, die Steuer, das ist unser Thema. Ja, jetzt ist das Ganze irgendwie so großes Fragezeichen, aber anscheinend möchte unser Finanzminister eben hier eben etwas machen. Auf podcasten.com gibt es eben dann auch noch ein Interview mit dem Blockpick-CEO Florian Wimmer, wo ich ebenfalls schon einmal ein Interview geführt habe, wo er eben eine Stellungnahme abgibt zu den Plänen des Finanzministeriums, dass sich da eben bei der vielleicht irgendwann einmal etwas ändern könnte. Alles, was ich da gesagt habe und alles, was du eben auf Podcasten und wo auch immer findest, ist sehr viel mit Konjunktiv. Das heißt, die Damen und Herren im Finanzministerium werden sich wahrscheinlich großartige Gedanken machen, wie können wir das Ganze harmonisieren, wie können wir das Ganze hoffentlich auch einfacher machen, weil ob das die Fondsbesteuerung ist, ob das eben die Besteuerung von Kryptoassets ist, speziell Richtung Zinstragen, Staking, Lending,
DeFi und so weiter. Das ist einfach höchst komplex und wie können wir das Ganze so machen, dass das eben auch zukunftsgerichtet ist, weil es kommt dann irgendeine neue Technologie, gibt es irgendetwas Neues, den neuesten Scheiß und dann auf einmal so, wie können wir die alten Gesetze auch auf das Neue anwenden und da gibt es ganz einfach irrsinnige Fragezeichen und ein Gesetz muss so gestaltet sein, dass es eben auch in die Zukunft gerichtet ist und dass eben nicht sofort wieder irgendeine Gesetzesänderung nötig ist. Das heißt, es ist und bleibt spannend, was denn da kommen wird bei der Besteuerung von Kryptoassets. Was hältst denn du von den vermeintlichen Steuerplänen von unserem Finanzminister Gernot Blümel? Schreib doch ganz einfach unten einen Kommentar. Ich freue mich darauf. Hinterlasst mir doch auch euren Abo, Daumen nach oben. Bis bald und auf Wiedersehen bei einem neuen Video oder auf der Webseite von mir, broker-test.at. Euer Andreas und ciao.